So. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn ich durch diese Tür gehe, gibt es kein Zurück mehr. So habe ich das doch richtig verstanden. Ja. Wahrscheinlich. Und ist die Tür erstmal auf? Bis gleich. Kein Zurück. Scheiße, ist das kalt. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Warum hängen hier so viele Laternen? Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Jetzt auf einmal. Sieh zu. Das sieht aber...
euch das Gefäß. Strömt hinein und nehmt euch dieser menschlichen Hülle an. Strömt hinein und werdet wiedergeboren. Ich bin dagegen. Strömt hinein und erwachen! Thank you.
das denn? Oh Mann. Oh nein, jetzt sag bitte nicht. Sie hat Sam! Dann hilf ihr doch mal, Mensch. Jonah, los! So, kräftig an. Geschafft. Na, Gott sei Dank. Was? Fahr dir jetzt weg, ciao! Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Das hätte ich nicht besser sagen. Ich war so blind, so naiv.
Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Und so entstand Lara Croft. Yay! Drache, dein Südja. Brauchen Sie was? Nein, keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben, aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Danke, Captain Shepard. Commander Shepard, entschuldige. Ich gehe nicht nach Hause. Die Arbeit, die sie reingesteckt haben, Wahnsinn. Echt schön. Also, das Spiel ist, muss ich ganz ehrlich sagen, echt detailverliebt. Also, das ist wirklich, ja, ist echt ganz, ganz schön gemacht worden. Finde ich zumindest. Die Story, jo, ist schon irgendwie mitreißend, auf jeden Fall. Auch wenn es halt, naja, sehr interessant war, wirklich zuzusehen, wie sozusagen Lara ein bisschen wächst, so nach dem Motto, also erwachsen wird, will ich jetzt nicht sagen, aber halt in die Rolle reinwächst, die ihr dann ja eigentlich schon längst zugeschrieben war. Echt genial. Werbung, Tomb Raider. Nein! Ja, da wird auch die Musik ganz anders. Ja, also mein Statement dazu, absolut empfehlenswert. Echt schön, also ja, hat auch Spaß gemacht, also vor allen Dingen hier gab es nicht so viele Szenen und wirklich irgendwie frustriert. Also, naja, abgesehen von eventuell der ein oder anderen Suchaufgabe. Aber, naja, es ist ja nicht wirklich storyrelevant gewesen. Es sei denn, man möchte alles auf 100% schaffen, dann ist es eben, ja, storyrelevant. Aber hier gab es wirklich keine Szenen, wo man halt wirklich komplett verzweifelt und sagt, boah, ey, ich hab gleich keinen Bock mehr, ich schalte gleich ab, ich hab nicht mehr, ich will nicht mehr, mag nicht mehr. Gab es eigentlich nicht. Also ich habe es zumindest nicht so in Erinnerung. War auf jeden Fall schön mal zu sehen, wie gesagt, Laras Entwicklung zu sehen. Einfach von wegen am Anfang sehr zurückhaltendes Mädel. Das erste Mal Pfeil und Bogen in der Hand. Oh, ganz ungeschickt und so weiter und so weiter. Dann die erste Waffe, den ersten Tod, den sie sozusagen verursacht hat. Hat auch wirklich gesehen, dass ganz zum Schluss, naja, dass sie dann wirklich auch mit der Situation klargekommen ist und gesagt hat, okay, ihr wollt mir den Arsch aufreißen, kommt her, versucht's. Aber auch diese Gestaltung von Lara, finde ich, ja, ist den Leuten echt, echt gut gelungen. Also es ist so richtig dieses kleine Mädchen-Image, so nach dem Motto, ja, ne, Tochter von Vater. Ja, Tochter von Vater, das ist ja auch so selten. Also, ne, halt das Tochter-Image so nach dem Motto, ne, ja, noch ganz unschuldig und so weiter.
Und vor allen Dingen nicht über große Titten, wie sie im Grunde genommen hauptsächlich immer dargestellt werden. Aber einfach extrem schön gemacht. Also der Charakter sehr liebevoll designt. Die Welt auch sehr liebevoll designt. Und ja, hier und da ein klein wenig stressig, aber hey, das ist okay. Dann würde ich sagen, lauschen wir jetzt erstmal dieser schönen Musik, weil die Musik fand ich auch sehr, sehr schön. Sehr, sehr mitreißend auch. Deswegen lassen wir uns jetzt noch ein wenig mitreißen.
war... Boom. Das war hart. Ja. Das war Tomb Raider. Glückwunsch. Und 100%. Wenn ich 100% abgeschlossen habe, kann ich ja nicht zurückkehren. Ja. 98%? Achso, nee. 100%. Nutzen wir doch einfach mal ganz kurz den letzten Ausblick. Letzten Lager. Okay. Ja. Ja, halt dich am Arm fest. Das ist ganz normal. Okay. Somit. Ja, Spot an. Somit verabschiede ich mich von Tomb Raider. Sage noch einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass der Spaß, den ich hatte, auch ihr hattet. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Projekt. Lara und ich sagen Danke und auf Wiedersehen. Ciao.